An Zutaten für den Kompott einmal Schattenmorellen, Zucker, Zimt, Nelke, Vanille, etwas Puddingpulver zum Binden. Für unsere Creme Frischkäse, geschlagene Sahne, geriebene Schokolade, gemahlener Pumpernickel, etwas Zucker und Vanillezucker. Für das Pesto einmal geröstete Pinienkerne, Puderzucker, frisch geriebener Parmesan, Minze, Honig, Basilikum, ein neutrales Olivenöl. Und an Küchenutensilien brauchen wir einen Topf für den Kompott und einen Mixer für unser Pesto. Als erstes möchte ich anfangen mit dem Kompott von den Schattenmorellen. Bedeutet, ich muss den Zucker als erstes karamellisieren. Bedeutet eigentlich nur Zucker in den Topf geben. Den Topf auf volle Hitze anschalten, auch nichts umrühren, höchstens den Zucker schön verteilen. Auch kein Wasser rein. Das Wasser muss erst verdampfen, bevor es karamellisieren würde. Auch keine Butter rein. Butter würde verbrennen. Also wirklich nur Zucker. Umrühren würde ich auch nicht machen. Da bleibt der ganze Karamell am Löffel hängen. So stehen lassen. Ansonsten einmal Topf bewegen und warten, bis es hier losgeht. Gucken wir gleich mal rein. Schattenmorellen habe ich abgegossen, dass wir hier den Saft haben. Den brauche ich gleich noch zum Ablöschen und Einkochen. Den stelle ich mal so lange hier rüber. Dann an Gewürzen. Zimt, entweder Zimtpulver oder Zimtstange. Nelke genau das gleiche. Bei der Nelke noch ein Tipp von mir. Wenn ich ihn nachher in den Kompott schmeiße, die finde ich nicht wieder, weil das Ganze zu dunkel ist, dann nehme ich mir ein Teesieb und gebe die Nelke in ein Teesieb rein. Und so kann ich es nachher reinhängen und finde es auf jeden Fall wieder. Bei der Vanille müssen wir noch gucken, die muss geöffnet werden. Bedeutet einmal glatt streichen, dann mit einem kleinen Messer in der Mitte halbieren und mit der Rückseite das Mark aus der Schote herauskratzen und so können wir es gleich verwenden. Aber jetzt müssen wir mal gucken. Hier geht es langsam los. Das heißt, es fängt an zu karamellisieren. So kann man das schön sehen. Bernsteinfarben, das bedeutet, viel dunkler würde ich es auch gar nicht machen. Sonst wird das nachher auch zu bitter. Deswegen immer aufpassen, um den Garprozess jetzt zu stoppen, das Ganze ablöschen mit unserem Fond von den Schattenmorellen, also sprich der Saft. Nicht erschrecken, das Ganze könnte ein wenig spritzen, quasi wie bei Gewitter, Heiß- und Kaltfront kommen zusammen. Deswegen immer ein bisschen Abstand halten. Jetzt kann ich ja meinen Zimt schon reinschmeißen. Einmal mein Mark von der Vanille und auch ganz, ganz wichtig die Schote. In der Schote steckt dreimal so viel Aroma wie in dem Mark. Deswegen Schote unbedingt mit dazu. Und unsere versteckte Nelke einfach reinhängen, dass das Ganze näher auskocht. Was jetzt passiert, einfach kochen lassen, dass sich unten der Zucker wieder löst. Das heißt, ich mache ruhig den ganzen Fond mit da rein. Auch gar nicht umrühren, durch die Hitze geht der von alleine ab. Die Schattenmorellen machen wir später mit dazu. Das bedeutet jetzt, ich kann mich nebenbei um die Creme kümmern. Für die Creme nehme ich als erstes meinen Frischkäse. Habe, wie vorhin schon erzählt, meinen Pumpernickel fein gemahlen, gehackt oder zerbröselt. Den gebe ich hier mit rein. Das Schöne bei Pumpernickel ist ja auch, der hat ja schon so ein süßliches Aroma. Deswegen passt das auch sehr gut zu einer Süßspeise. Dann habe ich hier einmal Vanillezucker, der hier mit zu soll. Jetzt kocht es hier drüben aber ein bisschen stark. Vanillezucker, kein Vanillinzucker, also wirklich Vanillezucker, wo Vanille auch mit drin ist. Normalen Zucker machen wir hier mit rein. Und dann geriebene Schokolade oder Schokoladenflocken, die man fertig kaufen kann. Und fangen jetzt an, das Ganze schon mal grob und vorsichtig zu vermengen. Sahne kann man schon schön sehen, die habe ich schon geschlagen, nicht zu steif schlagen, die muss gleich untergearbeitet werden, hoppla. Untergearbeitet bedeutet, wenn die Sahne zu steif geschlagen ist, kann es passieren durch dieses Verkneten oder Vermengen, dass die Sahne gerinnt bzw. zu Butter wird. Deswegen, ich zeige das mal. Am besten mit dem Löffel, das heißt, die ist nicht ganz steif. Erst ein bisschen Sahne mit dazugeben. Die mit unterarbeiten. So. Hervorragend. Jetzt wird die Masse auch geschmeidiger. So. Man sieht auch, ich nehme keinen Schneebesen, weil ich Angst habe, dass mir die Sahne gerinnt. So, jetzt kann ich auch mutiger werden und gebe jetzt den Rest von der Sahne mit dazu. Schön auskratzen. Hervorragend. Einmal Finger sauber machen. Und jetzt vorsichtig die restliche Sahne unter die Masse geben. Wie gesagt, kein Schneebesen verwenden. So, das reicht mir auch schon fast. So, das heißt, ich sprichwörtlich gesehen hebe ich die Sahne runter, sofern das überhaupt bei dieser schweren Masse geht. So, fertig.
Die stellen wir mal kurz an die Seite. Dann machen wir später mit weiter. Einmal wieder Finger gucken. Jetzt schauen wir mal hier drüben, ob der Zucker sich schon gelöst hat. Also man kann schön sehen, der Karamell ist schon fast gelöst. Das bedeutet, ich kann jetzt die Schattenmorellen mit dazugeben. Ich denke mal von der Menge her. Ach doch, dürfen alle ruhig mit rein. Jetzt ist die Masse logischerweise zu dünn. Das heißt, ich möchte die ein bisschen binden. Und zwar mit Stärke. Was ich jetzt hier genommen habe, ist quasi Vanillepuddingpulver. Also Stärke mit Geschmack. Das Ganze mit kaltem Wasser anrühren, auch immer erst machen, wenn ich es brauche. Und zwar aus dem Grund, Stärke und Wasser verbinden sich nicht. Das würde bedeuten, die Stärke setzt sich wieder ab. So. Schön durchrühren, dass die Stärke sich auflöst. Dann schalten wir nebenan mal ein bisschen hoch, dass es richtig anfängt zu kochen. Und rühren jetzt die Stärke in die kochende Flüssigkeit. So. Immer schön umrühren. Das war jetzt zu wenig. Das heißt, es ist mir noch zu dünn. Restliche Stärke auch noch mit dazu. Und wieder unterrühren. So, ein bisschen kochen lassen, dass der Stärkegeschmack verkocht. Das Ganze andickt. Das sollte etwas dickflüssig sein. Ich schalte mal runter, sonst spritzt mir das zu stark. Was aber auch noch passieren wird von der Konsistenz, das reicht. Sobald ich das Ganze kalt stelle, dickt es immer noch ein bisschen nach. Das heißt, so wie das Ganze jetzt ist, reicht mir das auch schon. Den machen wir mal kurz aus und kümmern uns in der Zwischenzeit noch um das Pesto. Für das Pesto eigentlich nur die Zutaten in einen Mixer geben. Das war ja unser Basilikum mit dazugeben. Dann habe ich hier ein neutrales Olivenöl, was nicht so dominant im Geschmack ist. Habe hier einmal Honig mit dabei geben. Soll ja ein süßes Pesto werden. Die Minze ist sehr dominant, dementsprechend vom Verhältnis weniger wie der Basilikum. Puderzucker, geröstete Pinienkerne, geröstet habe ich ein schöneres Aroma. Einmal mein Puderzucker, den frisch geriebenen Parmesankäse mit dabei. Und jetzt Olivenöl. So, sollte ein bisschen bedeckt sein, aber wir brauchen schon alles. Dann nicht zu lange mixen, sonst kann es passieren, dass die Kräuter bitter werden. Das Ganze ist natürlich jetzt durch den Basilikum und durch den Parmesan schon eine würzige Sache, aber durch die Minze. Das bedeutet nachher auch, einmal gucken, genau, sparsam mit dem Pesto arbeiten, weil das ja schon einen sehr starken, dominanten Geschmack hat. Pesto habe ich vorbereitet, Creme habe ich vorbereitet. Was ich jetzt aber noch mache, ist die Schattenmorellen kühlstellen, ungefähr für eine Stunde in den Kühlschrank, dass sie runterkühlen. Und dann treffen wir uns wieder zum Anrichten. Bis gleich. So, hier kann man schön sehen, die Kirschen sind jetzt schön, oder die Schattenmorellen, schön dickflüssig. Logischerweise unsere Pumpernickelcreme zur gleichen Zeit auch in den Kühlschrank gestellt. Und jetzt fangen wir an anzurichten. Ich wollte das Ganze gerne im Glas anrichten, um das jetzt schön da reinzubekommen, ohne viel zu kleckern. Denke ich mir, das Einfachste, um die Creme da reinzubekommen, ist ein Spritzbeutel. Was ich jetzt hier habe, ist ein Einwegspritzbeutel. Normalen kann ich logischerweise auch nehmen. Das Beste immer beim Spritzbeutel einmal umschlagen. So kann ich den oben überhängen und kann die Hand offen halten, muss ich nicht festhalten. Der ist noch geschlossen. Das ist auch recht praktisch. So kann ich, wenn ich flüssige Sachen habe, das Ganze hier reinfüllen, ohne dass es unten rausläuft. Denke ich mal, diese Menge reicht mir schon. Schön reinstreichen. Wichtig ist es jetzt wiederum, oben einmal zudrehen, wenn ich jetzt drücken sollte, dass es nicht unten und oben gleichzeitig rauskommt. Und jetzt fange ich auch erst an, das Ganze zu öffnen. Das ist zu klein. Ruhig ein bisschen größer. Und so kann ich mit dem Spritzbeutel schön ins Glas gehen. Meine erste Schicht für unten. Dann fangen wir an, von den Schattenmorellen oben so ein bisschen was drauf zu geben. Das eine Schicht ist, da darf ruhig noch ein bisschen mehr. Dann wiederholen wir das. Deswegen auch das Glasgefäß, damit man schön sehen kann. Wieder von der Creme oben was drauf. Ungefähr die gleiche Menge. Schön verteilen, dass sie auch am Rand ist. So, jetzt wieder von den Schattenmorellen. Jetzt nicht so viel optisch oben drauf geben. So, und jetzt zum Schluss unser Minzpesto, wie vorhin schon erzählt, das Ganze ist würzig, deswegen aufpassen, nicht zu viel, oben so ein bisschen spielen, hervorragend. Und dann würde ich sagen, ganz zum Schluss
noch Minze, Melisse, irgendwas oben als Deko drauf. Und so haben wir unsere Pumpernickelcreme mit den Schattenmorellen. Ist auch super vorzubereiten, geht recht schnell und ist ein super schönes, leckeres und dekoratives Dessert. Viel Spaß dabei!